Hallöchen und willkommen zu einem neuen Let's Play. Und es ist wieder mal sehr visuell und deswegen kommt es auch am Mittwoch und nur mittwochs. Es heißt Gris. Gris, wie auch immer man das aussprechen möchte. Wir haben hier zwei Optionen. Ein neues Spiel oder BL? Ja gut, ich kann also keine Sachen einstellen von wegen Ton, Auflösung oder sonst irgendwas. Ich hoffe aber mal, wir nehmen es in 1440p auf. Wird aber schon werden. Oh ja. Genau das ist der Stil, der am Mittwoch gefragt ist auf meinem Kanal. Also für mich persönlich. Gucken wir uns mal an, was hier los ist. Okay. Was? Sie kann nicht mehr singen? Ich dachte am Anfang, sie ist aufgewacht und gähnt einfach nur, aber. Okay. Okay, Ende. Aber man merkt, dass dieses Spiel auch wieder sehr von der Atmosphäre leben wird. Sehr von der Musik, von den Soundeffekten und natürlich auch das, was man visuell zu Gesicht bekommt. Ich habe keine Ahnung, worum genau es gehen wird. Ich weiß nur, dass mir persönlich jetzt gerade halb die Ohren wegfliegen, weil ich die Lautstärke da nicht einstellen konnte. Das muss ich definitiv runterdrehen, wenn ich das Video dann im Editor habe. Aber eine halbe Stunde Extrembeschallung kriege ich hin. Das kriege ich persönlich hin. Okay, Nomada Studio hat das Spiel erstellt. Haben auch sehr nett geantwortet, als ich gefragt habe, ob das zum Let's Playen freigegeben ist. Haben die gemeint, ja, freilich, mach ruhig. Mach ruhig. So, und das wirkt jetzt so, als müsste ich was machen, ja? Ja. Sie hat ihre Farbe verloren. Sie sieht ein bisschen arg traurig aus. Also kann nach links. Oh. Hüpfen geht nicht, dafür hinfallen. Fällt immerhin, wenn ich A drücke? Jupp. Und sie steht. Das dachte ich gerade, die atmet, wenn ich die Taste drücke. Oh, nee, nee, nee. Fällt die hin, egal welche Taste ich drücken werde? Ja. Ah, die muss ganz wunde Knie jetzt haben. Okay. Fall nicht über den Stein. Ach, gut. Mal gucken, wo wir hier hinkommen. Eine Treppe, da möchtest du nicht hoch, oder? Nein, scheinbar nicht. Na gut, dann habe ich mich natürlich wieder prompt für die falsche Richtung entschieden. Dann drehen wir mal um und schlendern nach rechts und schauen uns an, was hier auf uns wartet. Wenn hier auch so eine Treppe ist und ich nicht weiterkomme, dann war es das mit dem Spiel. Ja, aber hier geht's weiter. Es wird auch schon langsam rausgezoomt. Okay, Hügel sind hier im Hintergrund sichtbar. Nebel. Das Zeichen für eine ungewisse Zukunft. Oh, ist das ein Vogel? Komische Vögel? Okay, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Oh, jetzt ist es von alleine hingefallen. Ich habe nichts gedrückt. Oh Mann.
Willst du wieder nach oben? Ah, jetzt können wir springen. Und Luft holen. Ja, gut. Moment, wenn wir jetzt springen können, können wir da nach links über die Treppe? Jo, können wir. Oh, und hier ist eine Statue, die etwas gebeutelt wirkt. Sie ist wieder hingefallen, ohne dass ich was gedrückt habe. Guckt jetzt wieder nach oben. Ist traurig und kann hier auch nicht weiter. Hat sie ihre Stimme verloren? Es wirkt so, ne? Ja gut. Wenn wir hier links nicht weiterkommen, was schade ist, ich dachte jetzt hätten wir links eben so ein kleines Mini-Secret, weil wir ja da vorher nicht hin konnten und mit dem Springen offensichtlich schon. Nee, es geht weiter nach rechts. Oh, ich bin gespannt, was jetzt noch alles kommen wird. Wird wieder ein bisschen rausgezoomt. Also das Spiel... Hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber das Spiel spielt auch mit der Kameraansicht. Oh. Noch weiter draußen. Kann ich da einfach runterhüpfen? Das Ding geht immer noch nicht. Ja gut, dann brechen wir uns mal die Beine. Okay, es gibt keinen Fallschaden. Puh, Glück gehabt. Bäume oder was das gerade gewesen ist, das sah auch so ein bisschen aus wie so eine kleine Stimmgabel. Ein Triumphbogen, okay. Wow. Moment, können wir hier nach links? Nee. Schade, hätten wir noch was verstecken können. Ich weiß nicht, ob das Spiel sowas überhaupt macht, aber ich gucke da immer gerne rein in sowas. Und warum auch immer die ganze Welt zusammenbricht und warum auch immer sie ihre Stimme verloren hat. Oh, aber hier ist irgendwas. Das sieht auch aus, als würde da eine Tür im Hintergrund sein. So ein Rundbogen war da oben drüber. So in den Stein gecrackt. Wie heißt denn das? Gerissen. Das sieht aus, als könnte man da irgendwann rein. Vielleicht, wenn wir unsere Stimme wiederfinden sollten. Uns folgt dieses kleine Ding jetzt auf jeden Fall. In sprunghaften Bewegungen. Aha. Das sieht jetzt nicht flüssig aus, aber das ist genauso beabsichtigt. Moment, können wir jetzt hier nach oben? Ja. Wollen wir zuerst weiter nach rechts? Oder ist da eine... Ach, das ist eine Sackgasse. Ja gut, dann müssen wir nach links. Na, aber lieber zweimal geguckt. Lieber zweimal irgendwas gucken, als am Ende dumm aus der Wäsche zu gucken, wenn man ein Secret verpasst hat. Wobei ich natürlich in allen Spielen alle möglichen Secrets verpassen werde. Oh ja, hier geht's wieder... Oh! Noch so ein Ding. Dann müssen wir die wohl sammeln. Oh, noch eins. Oh, halt, warte mal. Ach man, wir brauchen drei, um darüber zu kommen. Okay. Das letzte steckt da oben drin. Wie willst du denn da hinkommen? Mal gucken. Ich weiß, wir haben jetzt den Weg nach unten links ausgelassen. Noch. Okay. Soll das eine Art riesiger Rochen sein, auf dem man dann springen kann? Bevor wir das machen. Zack. Gucken wir uns mal an, was hier auf der linken Seite ist. Ach, wie süß. Was bist du denn? Tötest du uns? Ah ne, das sind mehrere von denen. Ach, das ist ja süß. Ach, und hier kommen wir nicht hin. Ah, okay. Das heißt aber auch, das links, das können wir haben, wenn wir dann oben auf der Brücke komplett runterspringen. Das machen wir jetzt auch als nächstes. Gehen dann nochmal zurück. Da gehen wir den Weg zwar 15 Mal, aber hey. Das da drüben sieht nach Secret aus. Oder braucht man das auch wieder unbedingt, um weiterzukommen? Ich glaube es jetzt ehrlich gesagt nicht.
Aber wir jumpen mal. So, was ist das hier? Das hat auf jeden Fall was nach oben geschossen. Moment. Nö, passiert immer noch nichts. Es sind doch drei Punkte nach oben. Brauche ich da auch die drei Teile? Ha. Sehr seltsam. Es hat auf jeden Fall irgendwas bewirkt. Vielleicht sehen wir das ja, wenn wir oben angekommen sind. Vielleicht hat das eine Barriere erschaffen, damit dieses fliegende, mantisartige Viech stecken bleibt und wir dann wirklich rüberlaufen können. Ja, mal gucken. Erstmal hier nach oben. Ach, hier ist noch eine Treppe. Uff, das sieht gefährlich aus. Ja. Und nun? Okay. Danke. Habe ich das denn als Support gebraucht? Was ich da freigeschalten habe? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hätte das vorher nicht funktioniert, vielleicht hätte es doch funktioniert. Who knows? Ich auf jeden Fall nicht. Aber immerhin kommen wir jetzt weiter. Ist doch geil, dass ja alles schwarz-weiß ist, außer ihre Haare. Oh, da ist die Hand, die uns gehalten hat vorher. Oder ist es irgendeine andere? Könnte auch eine andere sein. Na gut, hier ist noch eine. Weckt das Erinnerungen? Scheinbar. Sie kann schweben. Warum sind wir denn da jetzt die ganze Zeit zu Fuß gelaufen? Sie blutet alles voll, okay. Okay, jetzt ist alles ein bisschen rot. So viel zu schwarz-weiß. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Rot. Ja gut. Immer noch kein Singvögelchen. Ja, puh. Schön, dass ich rot errungen habe. Was auch... keine Ahnung. Ich meine, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, worum das Spiel eigentlich ganz genau geht. Ich denke mal, wir müssen ihre Stimme wiederfinden. Aber was genau auf mich warten wird, ich weiß nur, dass es... Kann man hier reinfallen? Nee. Ich weiß nur, dass es visuell sehr ansprechend ist. Ah, den ersten haben wir aktiviert. Dafür ist das da. Sehr nice. Das sieht ja noch alles relativ intakt aus. Kann ich auf die Blumentöpfe? Nein. Das hier sieht auch aus wie... Oh, was passiert hier? Okay, ihr seid jetzt Sterne am Firmament. Okay. Muss ich den Himmel mit diesen kleinen Dingern füllen? Hey, da ist auch ein Vogel. Ich glaube zumindest, dass es ein Vogel sein soll, da rechts an der Schale. Das Teil erinnert mich irgendwie an diesen jüdischen Kerzenleuchter. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Ich versuche auch nicht, da jetzt einen Namen in meinem Kopf zu finden. Ich habe keine Ahnung. Oh, Vögelchen ist weg. Schade. Wir sollten höchstwahrscheinlich nach oben. Deswegen gehen wir erstmal unten lang. Was ist das denn? Alter! Da braucht's aber hier einige von diesen Teilen. Und es sind auch keine dabei, die... Also den einen, den ich vorher aktiviert habe, der gehört ja nicht dazu. Sterben wir hier? Nee. Moment, hier kann man hier Sternbilder freischalten? Ist das sozusagen der Main Hub? Von den, wenn es verschiedene Welten gibt, von den Welten? Oh! Da komme ich wohl so schnell nicht mehr zurück. Da brennen die Füße bestimmt.
Oh, die Sonne geht auf. Hey. Aber schade, dass ich jetzt nicht nach oben geguckt habe. Alles klar, oder? Wow. Wow, wow, wow. Wir werden nie wieder dahin zurückkommen. Außer sie schwebt wieder. Aber wie gesagt, das Spiel bietet halt audiovisuell so einiges. Können wir hier raus? Nein. Ja gut, dann rutschen wir einmal runter und laufen dann die Treppen wieder hoch. Oh, sie macht das jetzt von alleine. Falls man die Treppen nicht sehen würde, oder wie? Das war sozusagen das Intro vom Spiel. Sehr schön gemacht, muss ich sagen. Ende. Nee, fängt es dann scheinbar richtig an. Singen können wir immer noch nicht. Ja. Ja. Dann lass mal hier runterjumpen. Ist klar. Würde ich auch so machen. Geht's jetzt nach links? Nee, da ist wieder eine... Oh doch. Hey, wir haben was gefunden. Schnieke. Sehr, sehr cool. Schön versteckt. Na, was ist schön versteckt? Da gibt es bestimmt richtig assi Verstecke. Hey, die Pyramiden im Hintergrund. Da gibt es viel zu sehen in dem Spiel. Frag mich auch, welche Farbe wir als nächstes freischalten. Ich tippe einfach mal auf... Ja, grün nicht unbedingt. Ich sag blau, passend zu den Haaren. Können wir hier hoch? Nein. Ja, das ist immer so ein klein bisschen undurchsichtig. Ja gut, hier sieht man es. Ein klein bisschen undurchsichtig, wo man hoch und runter kann. So hätte ich jetzt gedacht, wir können auf den kleinen Felsen auch noch. Hm, nö. Oh, was ist das denn hier? Das sieht sehr skurril aus. Windräder. Aha. Oh ja, fangen auch direkt an sich zu drehen, sobald man Windräder ins Mikro sagt. Ja. Sollen wir hier bleiben oder? Ach. Schau doch mal an, wie die Rauchwolke dann gleich auftauchen wird. Ich gehe jetzt mal langsam rein. Kommt nicht mehr? Doch. Ach man. Ah, man muss sich da versuchen durchzukämpfen, aber passiert nicht. Oh, aber jetzt geht's. Aha. Aha. Oh, was ist das denn für ein süßes Viech? Kommt jetzt gleich wieder Mörderwind? Oh ja. Werde ich jetzt wieder komplett zurückgewurzelt. Ah ne, wir bleiben hier einfach knien. Ah, was es mit den stoßweise Wind auf sich hat, keine Ahnung. Meinst du, sind wir hier vor dem Wind sicher? Oder warum gibt's das Ding? Ah ja, wir jumpen einfach mal raus. Jetzt kommt gleich wieder der Wind, wenn sich die schon mal so leicht anfangen zu drehen. Ich liebe das. Ah, das ist cool. Aber der Wind wird uns nicht so weit zurückschieben.
dass wir da Probleme hätten. Ja, und hier sind wir normalerweise sicher. Ja. Sehr cool gemacht auf jeden Fall. Hier könnte das ein Problem werden, wenn der Wind kommt. Können wir nach unten gucken? Nee. Ich glaube, dass da unten ist auch nur... Also ich habe schon gesehen, dass man unten lang kann. Aber ich denke mal, das ist nur dafür da, wenn man da oben Probleme hätte, runterzukommen. Aber wir brauchen zwei? Ich habe nur einen? Wo war denn der andere? Ach du Scheiße. Ich habe auch gar nicht gesehen, dass wir den einen aufgesammelt haben. Ja, vielleicht finden wir den anderen ja hier drüben irgendwo. Jo. Sehr nice. Ja, gleich mal ein bisschen in die richtige Richtung gestoßen worden. Danke. Und mit den zwei kleinen Knüppelchen können wir dann auch wieder da nach oben. Momentan wirkt es wie so ein klitzekleiner Plattformer, auch wie Seasons After Fall. Denn es gibt keine, also bisher zumindest, keine Gegner. Skell möchte meine Übertragung ansehen. Komm. Kann ich das jetzt einfach... Oh ja. Das lasse ich auch im Video drin. Oh no! No! Naja, aber zum Glück bleibt die Brücke. Ach, das Spiel ist wirklich sehr schnieke. Ich glaube, ich habe mein Mikrofon nicht eingeschaltet bei der Übertragung. Das heißt, Katja wird nicht wissen, was ich hier... What the hell? Was ich hier am Labern bin. Aber die wird das sehen und sich denken, oh ja, ich glaube, das will ich auch. Ah, hab's ja schon mit Botanicula angefixt. Und angedockt, dankeschön. Na, geht doch. Bin da gespannt, wann wir unsere Stimme wieder kriegen. Vielleicht erst ganz am Ende. Vielleicht aber auch schon eher. Ich glaube, hier müssen wir drauf hüpfen. Wenn der Wind mal aufgehört hat. Na komm. Okay. Können wir von hier drauf? Nee. Damn. Hätte ich von noch weiter oben rauf gemusst. Ah, aber was soll ich denn wissen, dass ich da komplett von oben drauf muss? Wenn es überhaupt gegangen wäre. Ich glaube schon, aber das sieht man ja nicht. Damn. Nö, funktioniert so nicht. Aber von hier unten kommen wir auch nicht ran. Scheiße. No! Aber vielleicht kriegen wir noch irgendwas, um da durchzubrechen. Aber ich glaub's fast nicht. Ich kann ja auch nicht... 10.000 Mal dran vorbei und hier so, ne? Nö. Na, dann lassen wir das mal. Dann lassen wir das. Schade.
Hätte ich gerne mitgenommen. Aber wie gesagt, vielleicht kriegen wir noch irgendwas, wo wir dann im Sprung nach unten düsen können. Sowas wie eine Stampfattacke. Ob sowas in dem Spiel gibt, weiß ich nicht. Oh, du Kackwind. Jeez, könntest du hier nicht die Plattform kaputt machen? Naja, auf jeden Fall haben wir hier die zwei Teile. Was auch immer das jetzt mit uns anstellt, wir schweben da rein und... Kriegen wir eine Fähigkeit? Ist das ein Portal in eine andere Welt? Oh! Hey! Halte X. Ah. Ja gut. Da haben wir unsere Stampfattacke. Jetzt dachte ich schon, man muss hier von vornherein wissen, dass es da so weit runter geht. Von der Klippe vorhin. Aber nö. Wir können hier einfach reinstampfen. Zack. Schnieke. Singen? Immer noch nicht. Haha! Wir werden auch nicht mal weggepustet. Oh, das ist ja lustig. Wir können sogar laufen damit. geil. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Hier können wir da nichts mehr anstellen, oder? Nee. Auch dieses Geräusch, wenn wir laufen. Thump, thump, thump. Aber schön, dass man auch verschiedene Fähigkeiten kriegen wird. Müssen wir uns jetzt sofort bewegen? Weil wir auch so weit rangezoomt sind. Bis wir durch den Wüstensturm durch sind. Könnte sein. Na, nicht wirklich. Oh. Wow. Das sind sehr verzweifelte Statuen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, krass. Wir springen hier hinter den Säulen mal, falls wir da irgendwie ein kleines Secret haben. Was ist denn hier? Passiert hier irgendwas? Ich glaube nicht. Nee. Ah ja, hier unten geht's auf jeden Fall weiter. Mal gucken, ob es auf der rechten Seite noch was gibt. Komm schon, gib mir was. Moment, der wird jetzt wahrscheinlich zurücklaufen. Ist das der richtige Weg? Oder ist das nur ein extra Ding? Huh. Ich weiß nicht. Aber wenn ich jetzt doch das andere Ding da unten durchbreche. Moment, hier gibt es auf jeden Fall was extra. Und das ist auch das Einzige, was man hier machen kann. Okay, sehr gut. Uff. Dann müssen wir... Ah. Ja. Von da ganz oben nach links jumpen. Oh, ich glaube nicht, dass wir so weit kommen, oder? Ah, da werden wir höchstwahrscheinlich noch eine weitere Fähigkeit kriegen. Sowas wie einen Gleiter. Ja. Gut, dann gehen wir halt erstmal nach unten. Das war Absicht, uns vom Wind erwischen zu lassen. Ah, bleib hier! Der war knapp. Fast hätten wir warten müssen und das geht ja in der heutigen Zeit gar nicht. Da haben die Leute ja nicht mehr 5 Minuten Zeit, auf eine U-Bahn zu warten. Na gut, dann
würde ich sagen, wir sprengen uns hier in der nächsten Folge durch. Also, macht's gut, bis dann. Ciao.